So, hi. Ich muss mich jetzt mal doch noch mal kurz zu Wort melden, weil ich noch ein bisschen Real Talk machen möchte, was Steffi und ich so die letzten Tage erlebt haben, beziehungsweise die letzte Wochenende am Sonntag. Vorher weg aber noch eine Sache zum Kanal im Endeffekt, wo die Videos aktuell da von mir postet werden oder das Interview und wahrscheinlich jetzt noch ein Video kommen wird. Danke für die Kommentare. Aber einen kleinen Teil ist im Endeffekt so, was, ich will das jetzt sagen, mich stört oder was ich halt schade finde, wegen der Konversation ist. Man kriegt dann in einigen Kommentaren irgendwelche Zahlen hingeschmissen. Wenn man dann auf die Zahlen eingeht, die widerlegt oder nicht einmal direkt widerlegt, weil die einfach in einem Verhältnis setzt, wo sie dann deutlich harmloser sind als am Anfang davon gesprochen, haben wir Probleme mit den Leuten, dass die dann im Endeffekt einfach nicht mehr kommentieren oder das zu viel ist, zu viel Anstrengung, keine Ahnung. Also wäre toll, wenn er da in Zukunft dranbleiben würde. So zum eigentlichen Thema. Ich versuche es jetzt kurz und knapp zu machen. Sonntag waren Steffen und ich in Nähe Augsburg beim Essen. Wir sind in ein Restaurant gegangen, wo wir schon öfters waren. Da ist es super, Qualität, Preis stimmt, Aussicht top, also wirklich schönes Restaurant, wo man abends gerne mal ein, zwei Stunden Abendessen tut. Ja, nach einer halben Stunde, nachdem wir unser Essen bestellt hatten, kam kein Essen. Und zwischenzeitlich haben wir das immer wieder mal gehört, wie Teller in der Küche geflogen sind. Nicht einer, sondern eine Menge. Und da war es dann zum Beispiel so, dass irgendwann wir mal uns umgeschaut haben, natürlich schauen die Leute sich untereinander etwas an. Auf jeden Fall war es im Endeffekt so, haben wir uns untereinander so angeschaut, die Nachbartische und so weiter, was jetzt eigentlich los ist und was abgeht da in der Küche. Und irgendwann ist einer vom Nachbartisch rein, hat gesagt, ja, da in der Küche liegen Teller mit Essen am Boden. Und dann habe ich so Spaß, aber gesagt, ja gut, wenn da nochmal was fliegt oder so, schaue ich da vorbei und dann mache ich mir mal ein Bild davon. Ja, nochmal Teller geflogen, rein. Und es war wirklich in der kompletten Küche, waren Teller mit Essen am Boden gelegen. Und ja, irgendwann war es dann auch so, dass der Koch zu uns gesagt hat, die Bedienung zu uns gesagt hat, ja, dass sie nichts mehr annehmen können oder beziehungsweise mehr zurücktreten kann von der Bestellung, weil, wie soll ich sagen, die nichts mehr ausliefern können, haben technische Probleme. Nachdem ich die Wirtschaft aber schon ein bisschen kenne, also keine Angst, ich sage mit Absicht nicht, um was für einen Laden sich das im Endeffekt handelt. Nachdem wir die Wirtschaft aber ein bisschen kennen, ist es im Endeffekt so, dass ich mir dann schon zum Kellner gesagt habe, ja, wie schaut das aus, was ist da eigentlich los? Da dreht einer komplett durch. Dann sagt der Kellner so, ja, der Koch hat einen Nervenzusammenbruch. Gut, und dann warst du, die Leute sind gegangen. Also wir haben dann gefragt, wie schaut es mit dem Essen aus? Dann hat er gesagt, ja, der Ersatzkoch macht das. Wenn wir nur 10 Minuten, Viertelstunde warten können, machen wir das. Also, wir gewartet. Dann hat sich der Kellner irgendwann zu uns an den Tisch geguckt, hat dann offen mit uns geredet, was ich gut fand von dem. Hat gesagt, ja, der Koch, wie gesagt, ich mache es jetzt wirklich kurz. Der Koch hat Ende letztes Jahr die Pacht von der Wirtschaft übernommen. Hat danach eine Scheidung im Endeffekt hinter sich. Er hat sich scheiden lassen. Dann ist natürlich Corona ausgebrochen. Das ist mit unter anderem auch ein Punkt. Und vor ein paar Wochen hatte sein Sohn einen Unfall, liegt jetzt im Krankenhaus, schaut schlecht aus und das Bein wird wahrscheinlich auf jeden Fall abgenommen. Und heute Morgen hat er gesagt, dann ist alles ganz normal gewesen. Normal zum Schaffen kommen, irgendwas muss dann im Endeffekt einen Ausschlag geben haben, dass der Mann die Fassung verloren hat. Das ist was meiner Meinung nach, weswegen ich auch das Video mache, viele nicht in Betracht ziehen. Man sieht quasi in den Medien nur die Zahlen, wie schlimm das alles ist. Aber dass im Endeffekt Menschen an irgendwas zerbrechen und das meiner Meinung nach nicht nur ein Fall ist, sondern dass es viele Fälle gibt, dass sie zerbrechen an dem Stress, an dem Druck. Und ich will das jetzt natürlich nicht auf Corona schieben, dass alles an Corona schuld ist. Aber das tut natürlich auch einiges mit bei, weil sich meiner Meinung nach Politiker oder gewisse Leute, die am PC hocken, sich einfach das nachvollziehen können, wie das ist, wenn man seine Rechnung nicht zahlen kann oder wenn man im Hals bis zur Masse steht oder wenn man Energie aufgebracht hat, zu sagen, hey, ich übernehme die Bude, ich rock das Ganze und dann im Endeffekt wird vom Staat einem da so der Ball zwischen die Beine geschmissen. Das ist natürlich nicht schön. Auf jeden Fall war es noch so, wir sind blieben,
als Wiedergutmachung hat dann der Ersatzkoch ist rausgekommen und hat gefragt, wie schaut das aus, wollt ihr noch was zum Essen? Er macht uns eine Nachspeise, er lädt uns ein, geht aufs Haus. Wir haben natürlich dann noch einen Kaiserschmarrn gegessen und dann war es auch so, dass wir die Rechnung bezahlt haben, weil meiner Meinung nach der Service war da, der war gut, bis auf den Ausrascher vom Koch, was aber nur eine zeitliche Verzögerung mit sich geführt hat. Entschuldigung für den Düsenflieger, aber wir sind jetzt die ganze Zeit schon weg geflogen, jetzt war mal kurzzeitig Luft, aber naja. Und auf jeden Fall, wir haben im Endeffekt das Essen bezahlt, weil wir eine Leistung bekommen haben, das finde ich, das ist wichtig, haben Trinkgeld gegeben, haben gesagt, dass wir noch vorbeikommen werden und dann war es das eigentlich so im Großen und Ganzen. Ja, die haben sich tausende Mal entschuldigt, haben am Ende immer mit uns so geredet, aber das wird jetzt im Rahmen des Videos sprengen. Im Endeffekt, was ich nur damit sagen will, ist, die Augen offen halten, nicht alles glauben, was im Fernsehen oder im Radio kommt und einfach ein bisschen nachdenken über die ganze Sache.